Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns einig, dass die Pflege ein Zukunftsthema ist und alle Fraktionen hier im Deutschen Bundestag auch beschäftigt. Ich möchte aber nur auch anmerken, von der Beschreibung von Problemen löst man keine Probleme. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es richtig, dass wir hier ein Sofortprogramm auf den Weg bringen, dass das Ganze auch schnell passieren muss. Und wir sind uns hier nicht nur in der Union einig, sondern ich denke auch, dass das über die anderen Fraktionen, glaube ich, Konsens ist. Ich möchte auch zu den 8.000 Personen, wo wir die Stellen hier bereitstellen, sagen, dass das nur ein Einstieg ist. Und dass es uns natürlich klar ist, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Und ich möchte aber korrigieren, verehrte Kollegin Schulz-Asche, wenn es darum geht, man hätte wenig getan. Ich denke, das ist inhaltlich nicht ganz korrekt, weil wir haben in der letzten Legislatur viele Punkte hier nicht nur besprochen, sondern auch auf den Weg gebracht. Und es geht auch um das Thema Pflegestellenförderprogramm in den Krankenhäusern mit einem höheren Pflegepersonalkostenanteil, dass man hier einen Pflegezuschlag bekommt. Es geht natürlich auch darum, die Kosten infolge von Tarifabschlüssen hier refinanzieren. All diese Dinge hat man doch schon gut angepackt. Und ich glaube auch, dass es wesentlich ist, dass bei den Pflegevergütungsverhandlungen müssen die Entlohnungen bis zu Tarifniveau von den Krankenkassen als wirtschaftlich anerkannt werden. Auch das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und mit dem Pflegeberufegesetz gehen wir einen Weg in der Ausbildung, der den künftigen Entwicklungen des Pflegebedarfs und auch des Pflegeberufs gerecht wird und darauf auch ausgerichtet ist. Und ich möchte schon auch auf erste Erfolge verweisen hier, dass bei den stationären Pflegeeinrichtungen diese erhalten einen Vergütungszuschlag bei Anspruch auf zusätzliche Betreuung, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. Und wenn ich sehe, dass hier zwischen 2013 und 2015 ein Plus von über 49.000 zusätzlichen Betreuungskräften verzeichnet werden kann, dann denke ich, ist das schon auch wesentlich. Ich möchte natürlich aber auch wiederholen, dass unsere Pflegekräfte Enormes leisten und eine hervorragende Arbeit machen. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir deshalb hier Verbesserungen und auch Mehrungen von Menschen auf den Stationen anstreben. Aber wir brauchen auch die notwendigen Mittel dazu und vor allem auch die Instrumente bei der Gewinnung von Pflegepersonal. Und man kann das hier nicht wegdiskutieren, dass der Zivildienst, der weggefallen ist, uns hier auch geschadet hat. Während 2010 noch mehr als 78.000 junge Männer Zivildienst geleistet haben, konnten wir 2016 im Durchschnitt gerade einmal über 41.000 junge Frauen und Männer verzeichnen. Das ist ein Punkt, der uns natürlich beschäftigt. Und fest steht natürlich, wir müssen neue Wege des Einstiegs in diesen Beruf entwickeln, um junge Menschen und vielleicht auch Menschen mittleren Alters, die diesem Beruf den Rücken gekehrt haben, wieder zurückzugewinnen. Und Herr Kollege Dr. Schlund, ich möchte schon sagen, Sie haben das mit den jungen Leuten hier in eine, zumindest habe ich es so verstanden, negative Richtung gebracht. Ich mache die Erfahrung, dass junge Leute sehr verantwortungsbewusst handeln und gerne auch in der Pflege arbeiten und auch das Gespür für ältere Menschen haben. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das zum Abschluss, meine Redezeit ist vorbei. Junge Menschen müssen sich auch ausprobieren dürfen. Gerade auch in Mangelberufen, gerade in Berufen, die sie vielleicht nicht kennen. Das sollten wir bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Das ist wichtig und dafür treten wir ein. Herzlichen Dank. So, zu Ihrer ersten Rede darf ich nun aufrufen, Frau